Wie ist es eigentlich, GTA 5 als Tier zu spielen? Denn Broxo und ich werden heute nicht nur ein Haifisch, nein, wir werden eventuell auch zu anderen Tieren. Es wird auf jeden Fall richtig, richtig lustig. Wir nehmen auch ein bisschen die Stadt auseinander. Lass ein paar Sachen explodieren, Freunde. Was so ein paar nette, süße Tiere halt machen. Es wird richtig lustig, also gerne auf den Like oder auf den Abo-Button. Und jetzt viel Spaß. Oh Mann, ich arbeite morgen. Broxo? Yo, hey, Kasper! Broxo, was gab's? Schön, dich zu sehen, sag mal! Na, gleichfalls! Oh, ey, soll ich dir mal was Verrücktes zeigen, was ich gefunden habe in so einem heftigen Labor, was ich ausgeraubt habe? Was hast du gefunden? Du siehst da die zwei Boxen gerade drin bei mir in meinem Kofferraum, ne? Weißt du, was da drin ist? Alter, du müsstest wissen, was da gerade drin ist, ne? Wieso, was ist da drin? Ich hab einfach ein Mittel gefunden, wie wir quasi uns in Tiere verwandeln können. Was? Wir als Tiere, oder was? Ich weiß, dafür brauchen wir aber halt einmal so ein Haar von diesem Tier. Okay. Das Problem ist natürlich, wir müssen dann natürlich erst ein paar Tiere finden. Ah, okay, okay. Ich weiß, wo die Reise hingeht, ja? Genau, also, und da müssen wir natürlich auch die Tiere nutzen, ne? Ja, stimmt. Also ich sag mal so, hier in der Innenstadt, hier gibt's ja keine krassen Tiere. Also es ist eh gut, mal abschalten zu können. Aber hier so, was gibt's denn hier? Also ich weiß, Innenstadt ist ein bisschen schwierig. Wir müssen eigentlich eher in so einen Familienbereich oder so gehen, weil die haben ja wahrscheinlich meistens alle so Hunde als Haustiere. Stimmt. So. Wir können wirklich echt jedes Tier nehmen, oder was? Also auch eine Taube oder sowas? Genau, wir können zum Beispiel auch einfach eine Taube sein. Wir können eine Affe sein. Das Ding ist, wenn wir natürlich auch irgendwie schaffen, von so einem Hai zum Beispiel die Flosse oder so zu bekommen, dann können wir auch ein Hai werden. Das ist ja auch richtig krank. Okay, ich würde mal sagen, halt deine Augen Ausschau auf ein Tier. Ja, ich guck dir mal ein bisschen rum. Also eigentlich müssten ja Hunde so unter der Brücke oder so sein, ne? Also Straßenhund. Hier! Lol, da sind ja direkt zwei! Hallo! Hallo! Ihr kleinen Hunde! Warte mal, jetzt brauchen wir ein Haar von denen und dann werden wir zu den Hunden, oder was? Genau, also das heißt, ich nehme jetzt mal ganz kurz hier. Hey. So, warte, tut mir leid, warte, ich muss auch. Also was machst du denn? Ich glaube, ich nehme mal den anderen. Ich nehme mal lieber den anderen. So, okay, pass auf. Wir brauchen von dem einmal ganz kurz das Haar. Ja, ich nehme hier mal was. So, zack. Hier nochmal. Ey, der greift dich an! Alter! Pass auf! Oh Gott, ich hab das Haar. Wir müssen ins Labor. Hast du das Haar? Ich hab's. So, stopp, hier, warte. Und ja, schnell. Komm. Oh Gott. Okay, schnell. Er rennt sogar weg. Okay, cool, die rennen jetzt beide weg. Okay, ab geht's zum Labor. Wir gehen schnell unser Labor, Kasper. Ja. Und dann werden wir zum Hund. Zu diesen Hunden. Oh mein Gott, let's go. Okay, dokay. Unser Labor ist echt heftig, ne? Dann lass mal da reinfahren, würde ich sagen. Hallo, ist einer da? Ich guck mal hier nach. Achso, warte, wir müssen, glaube ich, von der anderen Seite. Also ich glaube, hier müssen wir, glaube ich, rein. Genau. Ja, das kann auch sein. Oder? Okay. Ja, jetzt. Da muss ich einfach ganz kurz den Code drücken. Ja, so. Ja, ist ja gut. Also wir gehen rein hier. Ja. Und dann würde ich sagen, lassen wir die mal machen, geben die Haare ab und dann werden wir zu Hunden. Das wird heftig, Kasper, das wird Let's heftig. Go! Alter, guck dir das mal an. Wir sind einfach als Hunde unterwegs. Oh mein Gott. Das ist so verrückt, ne? Ey, wie wir einfach aussehen und du auch, Alter, Junge. Ey, das sieht halt einfach mega verrückt aus. Das Ding ist, ich frage mich, ob wir noch Auto fahren können. Oh, ich meine, gute Frage, stimmt. Das haben wir ja noch, ne? Eigentlich verlernen eigentlich nicht, aber ich meine, aua! Mit den Vorhaben. Bist du runtergefallen? Ja, aus Versehen. Aber warte mal, ich steck mal auf jetzt hier. Jawohl. Okay, so, los geht's. Wie sieht das denn aus? Ich kann nicht fahren, ich komme nicht mit meinen kleinen Füßen unten ran. Verdammt. Okay, schade. Aber wäre auch lustig gewesen. Genau, ich würde sagen, wir laufen jetzt mal hier. Wir laufen los. Ey, ich muss sagen, ne, Kasper? Ja? Da wir jetzt auch als Hunde unterwegs sind, wir können auch eigentlich aus den Läden. Oh mein Gott, pass bloß auf die Autos auf da! Ich wurde fast überfahren. Oh mein Gott, also die sind ja wirklich. Du bist also als Hund. Guck, wie läufst du denn? Sag mal. Du, okay. Guck mal, der hier. Ganz normal. Alter, hast du Geld für uns oder was? Hast du Geld oder was? Hier musst du mal ein bisschen Geld oder was? Gib uns ein bisschen Geld oder? So. Okay, ich hab ein bisschen Geld ergaunert. Oh yeah. Also da wollen wir also rein. Mal gucken. Hey, sag mal, wie gehst du da rein? Ich komme durch die Tür durch. Mayonnaise, Ketchup, was gibt's hier alles Leckeres, sag mal. Gott, ja, ich sitze auch gerade. Hier ein bisschen Bier, alles klar. Gibt's hier noch irgendwas Leckeres? Okay. Hier gibt's mega leckere Sachen, da muss ich sagen. Bist du im Lager hier hinten? Bist du im Lager, oder was? Ich bin im Lager. Guck mal, hier gibt's auch noch so Getränke und sowas. Okay, warte, ich komme, Kasper, ich komme. Alter, ich komm zum Lager. Hier ist ein Safe. Warte mal, soll ich mal gucken, ob ich den aufsprengen kann? Komm, ich guck einfach mal, ob ich da vielleicht eine Granate... Komm mal!
Raus! Hey! Raus! Lauf weg! Oh mein Gott! Ey, Mann, ey, Kasper! Oh mein Gott, ey, also das mit dem 7-Hunde-Leben stimmt irgendwie nicht so ganz, oder? Das ist auch für Katzen gedacht. Och nein, Mann, ich dachte, das wäre für Hunde. Du hast mich mit aus der Situation rausgerissen. Ja, Mann, ey, aus Versehen, sorry, aber weißt du, wir sollten irgendwie einfach mal ein neues Tier suchen jetzt, oder nicht? Ich suche dir jetzt mal so ein richtiges, doofes Tier, was du sein musst. Okay, suche ich dir auch. Ja. Suche ich dir auch. Hier muss doch irgendwo. Guck mal hier, da! Da war doch da schon. Hier der Vogel. Wo, warte, welcher Vogel? Den Vogel, der gerade vor mir war. Warte. Okay. Ich sehe da oben auch einen. Warte. Ja, ich hab meinen. Da fliegt der. Ich hab auch mal einen. Der fällt runter. Du bist ja auch ein Vogel. Du kriegst ja auch einen Vogel. Hier, den nehmen wir. Du kriegst auch jetzt einen Vogel. So, wo ich da? Die Taube. Davon nehme ich jetzt ein bisschen Haare hier. So. Ich muss auch ganz kurz ein Haar abschneiden. Okay. Ab ein paar Federn. So. Okay, und... dann würde ich sagen... Wir sehen uns gleich im Labor, Kasper. Du wirst das schon bereuen. Skill, Skill! Guck uns jetzt mal an, sag mal. Alter, einfach zwei Raben oder sowas. Oh mein Gott. Hast du Lust, ein bisschen die Stadt zu verwüsten? Ein bisschen Schmuck klauen? Ja, okay, du kleiner Rabe. Alter! Junge, da willst du direkt lospilgern hier, oder was? Wo bist du, Kasper? Wo bist du? Ich bin hier... Ah! Ey! Oh, da bin ich kurzerhand einfach mal irgendwo gegengeflogen, Brock. So, bist du jetzt hier irgendwo? Ich seh dich. Du bist auf jeden Fall echt mega schnell unterwegs gerade. Also, ich kann auch ein bisschen langsamer fliegen. Ja? Hier in die Innenstadt, Kasper. Oh Gott. Eine Granate, du auch, oder? Ja, habe ich ausgerüstet. Okay, Brock, so, komm. Wollen wir die einfach mal schmeißen? Oh Gott. Oh mein Gott. Und? Oh mein Gott. Ich schmeiß auch mal noch eine. Luftgejagt? Oh nein, wir haben Panik verursacht. Oh nein. Wir haben echt Panik verursacht. Oh Gott, komm, ich schmeiß direkt noch eine. Da noch eine. Yeah. Oh mein Gott, die Raben, die regieren die Stadt hier. Oh Gott. Oh Gott. Okay, wo schmeißt du die denn da drüben hin, sag mal? Ich werfe die halt einfach auf Saunus drauf, aber irgendwie... Ich glaube, ich muss da auf Haftbomben wechseln. Oh, ich sehe dich, okay. Ja! Oh Gott! So tief, oh mein Gott, sag mal! So tief sollte ich hier auf jeden Fall nicht fliegen. Ich will doch recht so nah an den Laternen dran. Da guck mal, man kann doch richtig schnell... Yeah! Du hast nur einen Vogel, Vogelleben! Denk dran! Das Problem ist, die Haftbombe klebt an meinem Dings fest. An deinem Gefieder? Und das Problem ist... Ja, ich kann mich nicht mehr so gut kontrollieren. Ich sehe dich da hinten. Oh, nein! Nein! Broxo! Oh Mann! Oh, alter Mann, ey! Ey, da bist du einfach gestorben als kleiner Rabe oder was auch immer du warst. Da war halt eine Ampel, Mann. Ich meine, die Welt zerstören war schon echt cool, muss ich sagen. Ne? Also, das hat schon Bock gemacht. Also, aber ich sag dir ganz ehrlich, wir müssen das noch ausnutzen, dass wir hier noch nicht gejagt werden oder so. Wir sollten noch ein anderes Tier werden oder sowas. Warte mal, sehe ich da eins? Guck mal, hier kurz einen Sniper raus. Ist das warte, eins? Wo denn? Nee, das ist nur ein Busch. Das ist nur ein Busch gewesen. Hab ich nicht gesehen. Achso, du sagst, dass da ein Tier ist oder so? Ja, ich dachte das, aber das... Doch! Hier ist einiges, guck mal hier! Wildschweine! Okay, pass auf, noch nicht schießen. Ja? Wir müssen einen Weg finden, wie wir jetzt hier rüberkommen am besten. Okay. Können wir da auslangen oder so? Ich bin gleich schon da. Und, wo seid ihr? Nein. Da oben! Ich überschlag mich schon wieder. Ich bleib hier lieber stehen. Also, Broxo, ich sehe hier Wildschweine. Alter, die sind da voll am Fressen und so ein schwarzes, ein braunes. Oha. Ich sag's dir, also, wie sieht's aus? Wollen wir da mal eins holen? Mhm. Da kommt er auch endlich an. Hey! Was war? Alter! Du Assi! So, Alter, das haut voll ab! Oh mein Gott! Ey, die ziehen voll durch! Aussteigen! Oh Gott, das arme Schwein! Das ist sogar in der Luft, Alter, das geht mal dem ab. Okay, komm, ich nehme hier einfach ein paar Haare. So, okay. So, hast du es geholt? Ja, ey, guck mal, das rollt hier runter wie, keine Ahnung, Rolli der Rollstein. Gib mir deine Haare! Oh, pass auf, ich muss ganz kurz hier ein bisschen vom Fell noch. Ich nehme hier einfach ein paar. So, hier ein bisschen. Okay. Nein, da fährt noch, haut eins ab! Brauchst du da hinten, haut eins ab, komm! Hier, los! Ich nehme die Muskete, keine Sorge. Oh Gott! Ich hab's ein bisschen Anschwung gegeben. Ich glaube. Was ist das jetzt? Es läuft hier noch, ich hab's auch sonst nicht anscheinend getroffen. Ich hab's gut. Ich hab's gut. Oh, sehr schön, sehr schön. Also, ich würde sagen. Oh, sorry, das war hier. Ab ins Labor. Ab ins Labor mit den Proben und dann sind wir Schweine. Na, du Wildschwein? Oh, alles gut bei dir. Komm bei mir alles. Oh. Du mit deinem Kaffee hier. Hau mal ab hier, Kollege. Yo! Alter, was hast du mit dem? Ey, der hier, guck mal. Der hat das gesehen. Der filmt das.
Stimmt. Alter, du hast auf damit! Hey! Hier, warte! So, fahren wir! Leider, Junge, ja, fahren wir! Sehr so, schön! Pass auf, dass du nicht umgefahren wirst, der Wildschwein, oh, der wird schnell mal gemeldet. Ja, ja. Warte mal, wir können hier, guck mal. Der angelt da unsere Fischfreunde, sehe ich gerade. Ja. Was ist hier noch? Komm her, komm her, hier! Alter, ein gelbes Trikot! Jo! Nein, Alter! Ey, der ist aggro! Oder? Aua! Ist der sauer auf dich? Ich stab ihn mir! Den holst du dir doch noch! Dir. Pass auf, das ist kleiner Kühlschrank! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay! Guck mal hier, wie ich aussehe! Siehst du mich? Jo! Was? Ich bin mutiertes Wildschwein! Yeah! Wie sehe ich aus? Hier, genau. Da schmeiß ich zum Krankenwagen eine. Zum Krankenwagen. Und? Und warte, kaboom. Boom. Das Ding ist, können wir eigentlich auch ein Auto klauen, ist die Frage. Oh, das wäre cool. Hey. Ey, nein. Nein, verdammt. Hindernisse der Wildnis. Komm, wir nehmen den nächsten. Hindernisse der Wildnis. Wir müssen hier vorbei. Hier geht's. Hier, schnell, okay, schnell, schnell. Lass uns den Smart dann, hier nehmen. Meinst du, das geht? Okay. Ja, ich glaube, es sollte funktionieren. Okay, okay. Warte, oh Gott. Ich. Ja? Nein. Was ist? Meine Hände sind zu kurz. Ich kann da nicht reingehen. Nein. Ich probiere auch nochmal. Geht nee, nicht. Er will nicht, er will nicht. Es geht oh. nicht. Oh. Oh mein ich Gott. Hab all meinen Mut oh zusammengerissen. Gott. Alter, was machst du? Wie machst du denn das? Sag mal. Alter. No, aber das Problem ist, ich kann nicht fahren. Das geht alles. Ja, da okay, das ist okay, zu okay. Cool gewesen, schade. Ne? Aber, ja, aber gar nicht schlimm. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ein bisschen zum Strand und machen da nochmal ein bisschen Terror. Oh, bin ich auch am Start. Ah, hier, auf machen wir nochmal kurz in die Box kaputt. So, weiter oh geht's mein hier. Hier, guck mal, hier wird sich nicht ist, gesund. Wir müssen halt echt den Strand ein bisschen durchwüsten und so. Hier, guck mal, Alter, wann ist man mal ein Wildschwein am Strand? Ey, hat man sowas schon mal gesehen? Oh, das Ding ist, weißt du, was ich gerade gerne mal sein würde, Kasper? Was denn? Ein Hai oder sowas. Warte mal, Hai? Da sehe ich gerade was. Guck mal da ans Ufer. Guck mal. So. Hier liegt was. Lol, das hier liegen tote Haie oder so. Guck mal, da hinten ist noch einer. Hier, der filmt mich. Oh, so. Oh Gott. Okay, pass auf. Hier, dann oh Gott, den würde ich gerne sein. Ja, genau, dann beißt du mal in den Hai ein bisschen rein. Ja, aua! Oh, das Problem ist, wir können ja nicht dasselbe Tier sein, Kasper. Ja, aber da hinten. Warte mal, da ist doch noch ein Tod. Warte, hier liegt doch noch einer, oder nicht? Ja. Da hinten. Oh, stimmt! No. Komm hier! Okay. Was ist das für ein Hai? Warte, dann hol ich mir den Hammerhai ganz kurz. Oh. Ah, ein Hammerhai, okay. So, pass ja, auf, ich dann lass mir schon mal ein bisschen Proben was von ihm. Holen. Zack, hier ein paar Proben geholt. Ja, warte. Okay, nicht schlecht, so. Dann hole ich mir hier auch noch mal ein bisschen was. So, und ja, so passt oh, es. Yeah. Alles klar, dann würde ich sagen, ab zum Büro, ab zum Labor und dann sind wir Haie. Ruxo! Oh, hier sind sogar Menschen im Wasser, Kasper. Ja, okay, komm, die müssen wir uns holen. Die müssen wir uns holen hier vorne. Aber wir müssen vorsichtig sein, ne? Du darfst halt natürlich nicht da stranden, so wie die anderen da vorne gestrandet sind. Das ist mir ein bisschen zu flach, ey, sag ich dir ehrlich. Ja, ich komm auch wieder. Der schwimmt sogar weg, der hat uns gesehen. Oh nein! Wir müssen, pass auf, wir müssen welche suchen. Was schwimmt da hinten? Wie? Ey, hier schwimmt noch ein Mantarochen. Müssen wir weiter. Okay, dann hol ihn dir. Ich hab jetzt einfach Hunger. Warte, den hole ich mir jetzt einfach. Uah. Oh, warte. Oh, hier ist ganz schön tief, sag mal. Oh ja, hier ist echt voll tief. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, kann man eigentlich so nach oben hier, wie so ein Wal oder so? Ja, also wie ein Delfin, sagst du, hier so rausspringen. Flipper. Ja, ja, das geht aber nicht so gut, glaube ich. Das geht nicht so gut. Also, was zu essen hier, irgendwie schwierig, ne? Hier sind halt kleine Fische, so die kannst du dir halt holen. Ja, aber das ist sowas, natürlich sowas reicht. Also ich sag euch, das war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool, als Tier in GTA 5 zu spielen. Es hat auf jeden Fall ultra Bock gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat und ihr bis hierhin geschaut habt, haut auf jeden Fall gerne auf den Like und auf den Abon. Und wenn ihr wollt, dass Proxy und ich andere coole Mods austesten, dann schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Tut mir jetzt auch gefallen, checkt gerne eins von anderen meinen Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.